herzlich willkommen zum verrückten Adventskalender. Hier ist Harald und wir sind heute in Nürnberg. Ja, servus Leute, herzlich willkommen. Wir sind zurück hier beim verrückten Adventskalender auf YouTube. Schön, dass ihr reingeschaltet habt. Jo, servus. Okay, wer bist du nochmal? Mr. Black. Ist wieder am Start und wir sind unterwegs heute im Frankenland natürlich und wollen schauen, was heute in der nächsten Tür drin ist. Jawohl, unsere Türen sind zuletzt nicht aufgegangen. Was war der Fehler oder was war da los? Der Fehler war, wir hatten einfach viel zu wenig Zeit. Ja, genau. Also erstens, ihr hattet kaum Zeit, da was reinzufüllen, weil die Türen sind schwer aufgegangen. Ich hatte kaum Zeit, weil ich auf Arbeit war und auch weiterhin andere Privatprojekte hatte. Aber jetzt wollen wir sehen, dass es weitergeht. Ich werde versuchen, weitere Türen aufzumachen. Heute haben wir Tür Nummer 9. Ich zeige mal hier in die Kamera. Wir sind heute bei Tür Nummer 9 angekommen. Und die, Mr. Black, darfst du heute aufmachen. Viel Glück, ein bisschen vortreten, dass man sieht. Genau. Tür Nummer 9. Weiter vor. Mach das so auf, dass man sieht. Genau, dass man sieht, ja. Genau. Tanzen. Jawohl, also Dankeschön fürs Aufmachen. Eine Tanzsportart oder eine Tanzen ist immer mit Freizeit oder mit Spaß verbunden. Ja, was tanzt du so? Oder hast du auch schon Tanzkurs oder mit Freunden vielleicht Disco oder so besucht? In der Disco habe ich schon getanzt, ja, aber so Tanzkurs hatte ich noch nicht, ne. Ja, okay, man geht ja in der Disco auch immer zum Beat irgendwie ab, kann man ja mal kurz vormachen. Genau, also so Kirano K-Style-mäßig oder so ähnlich, oder allgemein Disco-mäßig ist gut, wenn man unterwegs ist und so sich ein bisschen Freizeit vertreibt. Heute haben wir natürlich hier wieder Disco-Aufgabe bzw. Tanzaufgabe und da ist eine Beschreibung reingekommen von der Regie, lese ich gerade mal vor. Servus Huble, Servus Mr. Black, es gibt eine neue Aufgabe zur Tür Nummer 9. Einmal tanzen in der Stadt. So, fahr in die Stadt rein heute und such dir irgendeine Person auf der Straße, mit der du vielleicht ganz spontan was tanzen kannst. Also einfach so ein bisschen rumschunkeln oder rumtanzen, im Kreis drehen. Wir sehen ja hier die Aufnahmen vom Sommer noch, verrückte Sommer. Da war es ja auch mal so, dass wir in Nürnberg eine Person gefunden haben, wo wir uns dann so mit Volkstanzmäßig in Kreis gedreht haben. Diesen Tanz nochmal probieren an irgendeiner privaten, unbekannten Person. Mal sehen, ob das gelingt. Wer ist gerade im Tanzfeeling oder wen könnte ich ansprechen? Puh, einfach mal Leute auf der Straße. Ein paar so Penner oder... Ja, ein paar Penner. Alkoholiker oder so, das wäre mal lustig. Okay, also ich fahre rein heute mal in der Stadt Nürnberg unterwegs und da wünsche ich euch viel Spaß, gute Unterhaltung. Ja, genau. Mhm. Weißt du, alles war scheiße, war alles, damals war diese alte Auto, Autobahn. Uralt. Ja, ja, uralt, genau. Jungs, kann ich euch was sagen? Ja, aber. Jetzt hör mal ein bisschen. Erst einmal gefahren. Und da war hier, weißt du, Jungs, nach Polen. Kann ich euch was sagen? 700 Kilometer. Aber diese alles war vom Sozialismus. Weißt du, über den DDR, ne? Ich habe gefahren über den DDR, weißt du? Bardzo. Und bist du rübergefahren, lange Reise. Zostaw, nie ruszaj mu tego. To, nie, chłopacie, to jest bardzo. Diese Autobahn war. Drogie. Ganz uralt. Ja, ja, ja. Jo, raczej nie rob. Ja usun zrobił. Hitler noch gemacht. To jest. Noch, weißt du? Dobrze. Durch DDR Hitler gemacht, Leute gemacht. Ja, die eingestellt rein, da gezogen in die, also das zur Bauwirtschaft, dass sie das bauen, ja. Ja. Jungs, kann ich euch was sagen, weil ihr lasst mir nicht was sagen, aber doch, ich sage nur eines. Sagen. Ihr habt einfach in gewisser Zeit sind schlecht gekommen und ihr habt eigentlich alle Pech. Weil die wirtschaftliche Lage hat sich total geändert. Und das spürt ihr beide, alle.
Die wirtschaftliche Lage hat sich derart so verändert. Früher haben die Deutschen alles gesucht. Jetzt pfeift jeder auf dich. Verstehst du, niemand will zahlen und so Zeug. Was hast du für eine Chance? Du hast doch keine Chance. Ja, du kannst doch nicht arbeiten für 6 Euro, ne? Das ist doch kein Geld, ne? Wenn die Wohnung kostet 500 Euro, wie sollst du es bezahlen? Die musst du erst einmal verdienen. Ja, ja, das ist schwierig. Und um das da geht, ne? Das ist sogenannte psychologische, wirtschaftliche Frage, die kenne ich. Ich sage dir, ich kenne mich sehr gut aus in dieser Hinsicht. Ja. Und es ist nicht leicht, da kann jeder labern und sagen, was der will. Die Wirtschaft ist einfach in den Arsch gegangen. Ja. Stell dir mal sich vor, wie, weil, verstehst du, von dir steht noch ein Haufen Jahre. Ne? Mhm. Und das Leben, was du momentan jetzt du fühlst, ne? Ja, ich weiß halt ich selber nicht. Rum, es ist auch nicht das Beste von Besten. Weißt du, darf ich dir einen Trick zeigen, wie ich ein bisschen Geld verdient habe? Du musst einfach machen so, wenn du kannst, kurz stehen auf, wenn du steht auf, machst du einmal so. Und das ist eine Art, ja, wie sagt man, ein Tanz. Weil ich war in eine Diskothek, sagt man, also so eine, ja, kennst du eine Diskothek? Nee, kennen wir, hey, Mann, ich sage dir, ich bin Durrier, ich weiß, ich kenne mich ein bisschen aus. Ich zeig dir mal kurz, wenn du machst so, steh mal bitte kurz auf, machst du einmal so, und bei dir, kann ich es einmal zeigen, mach einmal so. Ja, okay. Genau, nimmst du deine Arm, machst du so. Diese oder diese? Diese, ja. Diese. So, wir machen so, hängt rein und dann wir drehen uns einmal im Kreis. Ah, so. Kennt ihr so eine Diskothek? Kennst du das? Wie? Ja, genau. Okay, und jetzt andersrum. Aha. Ein bisschen schneller. Und jetzt alle gemeinsam. Das haben wir gemacht auf der Straße. Und die Leute haben dafür gespendet. Das geht gut. Vielleicht ist ja ein Trick, weißt du was? Es geht gut, aber wie lange? Ein Geschäft. Ein Geschäft. Danke dir. Ein Geschäft. Ja, okay. Wie lange, ne? Ich war in Paris, Frankreich, Paris. Und, so Zeug, und da habe ich mit Klocharen. Da, Frankreich auch? In Frankreich, wir sind rumgefahren in Urlaub. Das war früher noch. Und da machst du Dancing, so. Ich war in Frankreich, so ganz so hingeschmissen haben. Ja. Vielleicht ist das ein guter Trick, ja. Ja, es ist einfach so. Ja. Deutschland hat zweimal Krieg. Ich bin kein Politiker. Moment. Deutschland hat zweimal Krieg verloren. Zweimal. Weißt du, was das bedeutet? Erster Krieg? Erster Krieg haben die riesige Reparation bezahlt wie die Säure. Da kommt der Hitler, hat sich gedacht. Haben wieder über die Schnauze gekriegt. Ja. Weißt du, und jetzt haben die einen sogenannten nationalen Komplex, ja. Jetzt wollen die auf andere Seite helfen, auf andere Seite, na, wie kommen wir durch? Trotzdem hat das Deutschland super geschafft, ne. Nach zwei verlorenen Kriegen hat das Deutschland es super gemacht. Aber durch Amerikaner. Hitler war kein Deutscher. War österreichische Jude. Ja, Österreich. Ja, weiß ich. Und Jude. Und noch dazu war er super blond. Ja. Und der war wissen. Richtige Arie. Nee, Jude. War Jude? Nee, er sagt nicht. Nein, Hitler, kurwa, nie był Jude. Jude. Keine Jude. Ein Arschloch. Was? Mutter. Jude. Na, Jude. Okay, hier sind wir schon wieder. Das war echt lustig. Und wir müssen natürlich ein bisschen zensieren. So, was muss alles zensiert werden? Oder was war so grenzwertig, was du gehört hast? Naja, das Hitlerwort.
auf jeden Fall. Ja. Das war lustig. Auf jeden Fall. Ich habe mir auf jeden Fall erstmal den Arsch abgelacht von dem Mann. Okay, also wir distanzieren uns natürlich von jeglichem Rassismus und von jeglichen Aussagen hier von dem Video. Das waren einfach Privatpersonen. Für diese Aussagen ist jeder selbst verantwortlich. Auf jeden Fall war es heute lustig, weil wir haben uns ein bisschen gedreht. Das war da Südstadt unterwegs. Ihr könnt ja mal raten, welcher Platz das war, weil wir hatten ja bei den letzten Türen auch schon Leute, die wo hier den Drehort rausgefunden haben. Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare rein, wo das heute aufgenommen worden ist oder wo wir das nächste Mal filmen sollen. Schreibt es uns einfach. Danke für eure Meinung, für euren Kommentar. So, wir wollten natürlich dich noch fragen, was du dieses Jahr für Geschenke verteilst zu Weihnachten, was du vielleicht deinen Freunden, Freundinnen schenkst. Was kann man dieses Jahr so gut verteilen? Das erzähle ich gar nicht hier im Video, weil wenn die sich das Video anschauen, dann wissen sie es ja. Okay, und da gibt es ja einige, die immer reinschreiben. Ihr wisst, wir haben einen großen Publikumskreis, beziehungsweise hier Bekanntenkreis, gerade in der Gegend, Lauf und Umgebung. Wir wünschen euch einfach eine schöne Woche. Wir wissen, du hast eine wichtige Schweigepflicht und andere auch. In diesem Sinne, schöne Zeit, macht's gut, angenehme Zeit, kommt gut durch den Winter und wir sehen uns vielleicht schon morgen Abend dann mit der Tür Nummer 14. Würde mich freuen. Du kannst auch schöne Grüße ausrichten oder allgemein sagen, was du die Woche so vorhast noch. Also schöne Grüße an euch alle, die wo die Videos anschauen. Finde ich cool. Und ja, schaut weiterhin. Okay, wir wünschen alles Gute, schöne Weihnachten, bis zum nächsten Mal. Jetzt wollen wir noch sagen zum Schluss, in diesem Sinne, gute Nacht, Servus und... Ich schwör, wenn ihr mitkriegt, kann ich euch in meinem Kopf hören.